Ja, wieder zurück in Hamburg. Oder immer noch in Hamburg. bei den Taekwondo German Open. Neben mir sitzt immer noch Helena Fromm. Das schon den ganzen Tag. Und wir freuen uns jetzt auf ein Finale, was wir vorhin schon ein Halbfinale gesehen haben. Von der Engländerin. Was für mich persönlich ja eigentlich vom Niveau her eigentlich das Finale auch hätte sein können. Die sind halt schon im Halbfinale aufeinander getroffen, jetzt die Schwedin und die Engländerin. Genau, wir hatten im Halbfinale, um das nochmal zu sagen, ist die Schwedin auf Lauren getroffen und Lauren hat die ganz klar deklassiert, ne, muss man sagen. Also sie hat sie irgendwie überrannt. So könnte man es vielleicht mit Fäusten und Beinen überrannt. Genau, und aufgrund der Möglichkeiten, die man jetzt nach dem neuen Regelwerk hat, also auch ein bisschen schieben, drücken und natürlich mit dem starken Vorderbein, sehen wir jetzt auf Weltrang Position 24, sagt natürlich schon immer eine gewisse Klasse aus, hat auch ja, viele internationale Titel jetzt gewonnen. Und sie kämpft gegen die Spanierin, gegen die heute unsere Vanessa Körn leider knapp verloren hat, beziehungsweise verloren hat. Und ja, man sieht, die hat sich bis ins Finale durchgekämpft. Hat auch Weltranglistenposition 69, auch ein paar internationale Medaillen gewonnen, auch Turniere gewonnen. German Open Siegerin 2014 und der Kampf geht los. Jetzt sind wir mal gespannt, ob Lauren da wieder so einen D-Klug abliefert. Das Konzept bleibt gleich. Es sind noch keine Punkte gefallen. Und aber rechtes Vorderbein und Faust hat sie eben auch schon häufig gemacht. Und wir können gleich nochmal in der Pause über 2-0 jetzt für Lauren. 2-1. 2-1. Also mit der Faust hängt natürlich immer von den Kampfrichtern auch ab, ob die jetzt wirklich alle drücken oder nicht. Jetzt ist schon 5-1. Ja. Aber wenn man eben die Kampfrichter, wenn man im Kampf merkt, dass die anfällig für eine Faust sind und die schneller drücken, dann sollte man die Waffe auf jeden Fall auch einsetzen und ist auf jeden Fall noch eine Variation im Kampf. Aber das kann man natürlich auch erst ab einer gewissen Klasse. Da muss man ja das dann alles im richtigen Moment analysieren, wie du schon sagst. Irgendwie, das macht man natürlich als Topkämpferin eher. Ja, man muss sich sicher sein in seiner Faust. Gerade bei Frauen ist das ja schon ein bisschen schwieriger, so eine richtig schöne Faust reinzuhauen. Aber sie hat das schon ein paar Mal ganz gut gemacht heute auf dem Turnier und führt jetzt auch 6-1. Wieder die Faust. Diesmal kein Punkt gedrückt worden. Ja, boah. Jetzt nochmal zum Kopf hoch, aber leider nicht. Elektronik hat nicht ausgelöst. 6-1 für Lauren. Doch, die steht da im Weg. 6-4 nur noch? Ja. Ach, jetzt hauen sie sich beide gegenseitig eine Faust rein. Lauren hat sie gekriegt. 7-4. Ja, aber man sieht, es ist viel los im Kampf, aber die Spanierin hat auch schon ihre Punkte gemacht. Also sie kommt damit besser klar jetzt als die Schwedin, ne, im Halbfinale. Also jetzt zum Beispiel fand ich persönlich eine sehr gute Faust, aber die haben sie jetzt nicht gedrückt. Also steht aber 7-5. Ja, war vorher auch schon 7-5. Genau, also mal Pause. 7-5, vielleicht können wir zu Lauren noch sagen, irgendwie, die macht erst, wenn das stimmt, seit 4 Jahren Taekwondo. Ja. Und kommt vom Kickboxen. Genau. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Klar ist Kickboxen jetzt nicht komplett artfremd, aber das ist schon beeindruckend, so durchzustarten auch. Ja, ich meine, man muss sich schon an das System anpassen, was halt hier gekämpft wird. Ist schon was anderes als Kickboxen, so, vor allem mit der Faust eben. Also beim Kickboxen darf man die Fäuste ja noch mehr einsetzen. Wir sehen hier auch Paul Green, der putzt hier nochmal richtig. Der sieht auch, es ist nicht so eindeutig wie zum Beispiel bei Ellen. Und er kennt seine Schülerin am besten und weiß, was sie vielleicht nochmal braucht. Dass sie nochmal Klaps auf den Hintern oder wie auch immer. Auf jeden Fall eine große 9-5 steht es jetzt. Ja. 10-5, weil die Spanierin jetzt den ganzen Gamm schon bekommen hat.
11-5 für die. Ich finde, was die Spanierin besser macht, sie lässt Lauren nicht so viel Raum, ne? Ja, das genau, sie verkürzt mehr und lässt sich auch nicht so von dem Wegschieben beeindrucken, ja, was sie eben bei der Ellen ja noch sehr stark gemacht hat. Guck, sie hält dagegen. Steht 13-5. Auch wenn es 13-5 jetzt steht, also... Ups. Einmal hinlegen. Das kostet auch nochmal richtig Kraft, ne? Wenn man dann hochkommt, also wenn man... Ach, eigentlich gibt einem das kurz mal Kraft, weil du kannst beim Liegen mal eben kurz verschnaufen. Früher, als das ja noch nicht so streng bewertet wurde mit den Minuspunkten, konnte man das auch ganz gut mal zum Verschnaufen kurzzeitig nehmen. Jetzt gibt es hier aber schon nochmal einen Einspruch. Ja, ich vermute, dass jetzt wegen dem Gamchung, also wegen dem Minuspunkt, da noch das Video-Replay gefragt werden soll. Weil sie sind ja beide hingefallen und es hat ja eben nur die Spanierin den Minuspunkt bekommen. Gibt es so Nationen, gegen die du besonders gern gekämpft hast? Also, ich habe schon gerne gegen Korea gekämpft, weil das ist, wenn man da irgendwie, wenn man wirklich gewinnt, bei großen Turnieren habe ich es leider nicht so häufig geschafft, aber trotzdem war es schon immer, hat immer Spaß gemacht. Also, man verletzt sich bei denen nicht so viel, die kämpfen sauber, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber wahrscheinlich auch viel in Korea mal trainiert, in irgendwelchen Trainingslagern und... Mit Koreanern, oder? Ja, das natürlich. Einmal habe ich Korea Open gekämpft, da hatte ich, glaube ich, 4 Koreanerinnen hintereinander, weil ich halt ins Finale gekommen bin. Also das sind dann schon Erfahrungen, die man auch... Da ist man schon irgendwie noch stolz, wenn man 4-mal Korea geschlagen hat. Kampf geht weiter. Ist auf jeden Fall 16-5 jetzt in dieser Sekunde. Ja. Jetzt ein Drehkick nochmal. Oh, der ging aber auch... Also ich finde diese Dynamik, die sie nach wie vor auch in, ist ja mittlerweile der 4. Kampf, glaube ich, für beide irgendwie, dass die dann noch so viel zuzusetzen haben in der 3. Runde. Ja, steht jetzt 19-5. 19-5. Also ganz so schön ist es nicht anzugucken, mir ist es ehrlich gesagt zu wirr, zu wild. Ja. Aber das war jetzt auf jeden Fall ein schöner Nerio. Leider nicht getroffen bzw. ausgelöst. Ja. Bleibt immer noch 19-5 für die Briten. Es ist Action, es ist viel los, aber auch ein bisschen wirr alles. 20-5. Ich glaube, da wird jetzt die Spanier nicht mehr viel gegensetzen. Die nimmt jetzt so ihr Schicksal hin, glaube ich. Ja, dafür müsste sie jetzt auch nochmal was machen, aber gut, es gibt noch eine Runde. Und hier sieht man es wieder, also körperlich topfit sein, dann kann man echt die 3 Runden, jetzt auch mit der verkürzten Kampfzeit, 3 Runden Vollgas geben. Was ist eine Lauren in Zukunft irgendwie zuzutrauen? Also meinst du, das ist die baut man auch auf für 2020? Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der 67er-Klasse. Ich meine, die haben schon ja die Jade mit 57 bis 57 Kilo und Bianca Schwergewicht. Und wenn sie jetzt noch eine bis 67 auf das Niveau hochkriegen, dann haben die echt eine super starke Olympiamannschaft. Ja. Wenn man schon jetzt so weit denkt. Man weiß nie, ob eine Verletzung dazwischen kommt, aber vom heutigen Stand glaube ich auch von ihr selber, dass jetzt Rio war so ein Vorgeschmack und Tokio wird einfach ihr Ziel sein jetzt. Ja, auch interessant. Sie hat ja selber auch gesagt, sie hat Jade in London gesehen. In Rio war sie schon als Partner dabei und jetzt ist Tokio ihr Ziel. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und selbst, ja. 20-5, es hat sie nicht so schrecklich viel getan vom Punktestand her. Klar, man will jetzt vielleicht auch einfach nur, dass der Kampf beendet, von der Spanierin her. Weil ich... Also sie versucht immer noch zum Kopf, ist schon interessant. Ja, viele würden sich wahrscheinlich jetzt einfach ausruhen und denken, ach, meine Güte.
aber sie hat immer noch. Ich glaube, ihr macht es einfach echt Spaß zu kämpfen. Es sieht auf jeden Fall so aus. Und aber gut, Spaß ist das eine, aber das andere ist natürlich auch die körperliche Voraussetzung zu haben. Ne? Ja, das auch durchzuhalten. Also sie hat ja jetzt wirklich fast dreimal 1,5 Minuten ohne großartiges Ausruhen, Steppen oder vor und zurück wirklich kontinuierlich getreten. Also ja, war ein beeindruckender Sieg. Der Kampf ist auch vorbei und